Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Server-Tour. Wir sind jetzt im Part 8 mittlerweile. Das wird wie gesagt vorerst der letzte Teil. Und wir begeben uns erstmal zurück ins Dorf. Wir starten wieder hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist bei dem Schneemann. Dort fahren wir jetzt erstmal los und begeben uns wieder zurück ins Dorf. Dort werde ich euch nämlich gleich die Schaffarm zeigen, die ich die letzten Tage gebastelt habe. Und von dort aus gehen wir weiter, eigentlich wieder in dieselbe Richtung, wie wir gerade herkommen. Allerdings wähle ich diesen Umweg aus einem bestimmten Grund, dass ich eben euch noch zwischendrin ein kleines Haus zeigen kann. Beziehungsweise klein ist gut. Das Haus ist mittlerweile riesengroß und befindet sich hauptsächlich unterirdisch. So, schicken wir das Minecraft mal da runter, dass es ins Lager geht. Mal gucken, ob es gleich gezählt wird. Sehen wir gleich. Wie gesagt, es wird nur hier das zweite Minecraft gezählt. Kann sein, dass dieses hier nicht gezählt wird. Nein, dieses wurde wohl nicht gezählt. Dann würde jetzt das nächste gezählt werden. Und dann, wie gesagt, laufen wir schnell los. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ich will nämlich noch das ganze letzte jetzt in dieses Video packen. Müsste ungefähr hinhauen, aber trotzdem wollen wir nicht trödeln, sonst wird das ganze Video nämlich extra lang. Oder ich müsste noch wegen einer Kleinigkeit einen weiteren Part machen, was ja auch keinen Sinn macht. Also laufen wir mal schnell los und begeben uns runter ins Lager. Dazu müssen wir wieder durch die Dorfmitte und hier vorne gleich runter. Dann sind wir auch schon beim Lager, dort wieder ins dritte Untergeschoss, dass wir in meinen coolen Gang kommen, um von dort aus dann zur Schaffarm zu gelangen. Einmal wieder hier, bisschen geradeaus noch. Hier könnte man eigentlich auch mal irgendwas mit Zügen hinbauen, ist mittlerweile schon so groß. Hier ist erst noch die Zuckerrohrfarm, dann kommt hier noch gleich links runter zur Kanalisation wieder. Hier waren wir schon mal und rechts kommt die Schaffarm. Ich muss aber sagen, die habe ich mir nicht komplett selber ausgedacht. Die habe ich mich an Ethos Lab orientiert, wie ihr vielleicht seht, falls ihr den kennt. Ist vom PC, deshalb konnte man es natürlich nicht 1:1 abbauen. Das war, wieso nehme ich jetzt Minecraft? Ne, es ist, also das Grundprinzip basiert auf einer PC-Welt, wurde auf PC gebaut, so rum, entschuldigt. Und ich habe es halt für die Xbox abgewandelt, so gut es ging. Und dann kann man es eben einfach hier durchlaufen bei diesen Schafen mit sämtlichen Regenbogenfarben. Und könnte hier einmal den Erfolg machen, den ich jetzt letztens schon gemacht habe. Bekommt man nämlich mal eben 16 Wolleblöcke sammelt, also 16 verschiedene Farben. Auf PC wurden die Viecher nämlich da unten drin stehen. Hier sind sie jetzt hier oben. Das ist auf Xbox eben wieder anders. Alles komisch, hier muss ich einige Sachen machen. Das Design habe ich auch eben, bis ich. Ich saß letztens 1,5 Stunden an diesem Eingang. Ich habe hier so viel rumgemacht, dann habe ich mich doch wieder entschieden, das gleiche Muster hier wie die Gänge generell zu verwenden. Und zwar einfach, dass es hier wieder so lang geht. Und ja, hat aber auf jeden Fall, brauche ich für solche Kleinigkeiten eben wie nur so einen Eingang hier. Ich habe da Treppen dahin gemacht, dahin ein paar Zäune hier. Ich habe 3 Leute hier noch kommen lassen, die gerade am Bauen waren. Wir haben uns hier alle beraten und sind auf kein vernünftiges Ergebnis gekommen, was echt blöd war. Ich brauche, wie gesagt, so lange. Dafür ist mir am nächsten Tag dann dieser Sammelpunkt sehr gut gelungen. Dazu kommen wir gleich. Also wie gesagt, wir ernten die Wolle. Da ist noch ein Schaf, das ich nicht geerntet habe. Wieso nicht? So. Ach, das war okay. Und wenn wir hier fertig sind, könnten wir die einmal manuell runterschicken. Hiermit. Das wäre der manuelle Modus. Jetzt kann es da unten wieder Gras fressen. Sobald es das getan hat, erkennt ein Bud-Switch dieses, dass das Schaf die Wolle wieder regeneriert hat und es wird nach oben geschickt. So. Ich will aber nicht jedes einzelne runterschicken und die Wolle einsammeln, drum dieser automatische Modus. Einmal hier drauf drücken, dann warten wir kurz. Von oben kommt Wasser runter, sammelt uns diese Dinge ein, schiebt sie in die Schlitze dort. Dann geht das Wasser wieder weg und ab jetzt können die Schafe wieder hochkommen. Die Barriere wird auch gleich wieder weggenommen. So, wir gehen auf die gegenüberliegende Seite. Hier müsst ihr gleich, da ist es schon, die ganze Wolle kommt hier angeschossen. So sieht das aus, sieht echt cool aus, diese ganzen Farben an der Wolle. Ja. Ah, mein Inventar ist schon wieder voll, so ein Mist, aber auch gut, kann man nichts machen. Und da hinten schon das erste Schaf wieder hochgekommen. Also ich kann es euch mal ganz schnell zeigen, dazu bauen wir uns mal schnell da runter. So, sammeln hier, kann ich es einsammeln? Ne, das gehört auch zu denen, die ich noch nicht hatte und deswegen nicht einsammeln kann, weil mein Inventar ja voll ist. Einmal hier lang, also wie gesagt, das habe ich, die Schaltung habe ich mir wirklich selbst überlegt, das ist nur das Design hier von Ethos Lab. Allerdings, ja, gut, hier ist eben der Timer, hier ist so eine kleine Speicherzelle, da ist die automatisch, dass die Schafe wieder runtergeschickt werden. Hier ist dieser doppelte Bud-Switch, der einmal erkennt, dass das Schaf gegessen hat und dass das Gras wieder nachgewachsen ist, wobei dann eben auch die Wolle nachwächst. Hier wird dann die Wolle, fällt die Wolle rein, wird dann lang transportiert über diese Bahnen aus Eis und dann kommt sie da drüben zur Sammelstelle.
Dort oben ist die Farm an sich, hier unten sind eben die Schafe und ein Stock tiefer ist nochmal ein bisschen Schaltung. Also war eine ganze Menge, man musste ziemlich viel aushöhlen, deswegen habe ich jetzt auch schon, gucken wir mal schnell nach. Die besten Listen, wir spielen hier auf schwer. Na los. Und ja, noch bin ich nicht Platz 1 in meiner Liste, früher war ich es, mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe schon wieder eine ganze Menge Blöcke, wie ihr seht, abgebaut, fast 20.000 Blöcke, ist schon eine ganze Menge. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Wie komme ich? Genau, hier komme ich nach oben. So war's. Perfekt. Also genau solche Sachen wie diese Farm, die kann ich gern nochmal im Detail zeigen. Aber nicht in diesem Video. Ich habe schon viel zu viel eigentlich gezeigt. Das war schon viel zu detailreich. Ne, die will ich nicht verlieren. Was tue ich weg? Scheiße, das Spinnenauge. So, okay. Genau, dann laufen wir nochmal ganz fix weiter. Da seht ihr schon mehrere Schafe. Also durch diesen Automatikmodus dauert es leider länger, bis die Schafe wieder hochkommen, da die länger unten gehalten werden und sofern sie in der Zwischenzeit schon wieder gegessen haben, wurde das nicht erkannt, da ich den Butt-Switch unterdrücke. Da muss ich mir vielleicht noch eine bessere, was heißt, ich weiß schon die bessere Lösung, allerdings müsste ich das wieder umbauen und darauf bin ich jetzt gerade nicht unbedingt scharf. Ah, die Schere lassen wir aber hier, nicht, dass ich alles wieder mitnehme und dann wundere ich mich, warum es fehlt und war es wieder mal selber. Nein, wir laufen jetzt direkt weiter und zwar der kürzeste Weg ist hier durch die Kanalisation. Da seht ihr mal wieder, die Kanalisation ist echt praktisch, mit der bewege ich mich hier meistens fort, wenn ich irgendwo hinkommen will, weil die bietet meistens den direktesten Weg irgendwo hin, also zumindest dahin, wo ich mich muss aufhalte. Gut, da waren wir schon mal, diesen gleichen Weg haben wir schon mal genommen. Nein, wisst ihr was, wir laufen noch ein kleines Stück weiter, weil da drüben ist noch ein Gullideckel und dann kann ich hier ein bisschen unterirdisch rumlaufen, dann seht ihr auch mal ein bisschen hiervon. Ich glaube, der müsste jetzt gleich, wenn ich mich nicht ganz vertue, gleich da vorne links sein. Ein bisschen, ah, cool, das sieht denn nice aus. Die Schluchten gefallen mir echt mega. Irgendwo hier müsste, ja, wunderbar. Hab ich noch richtig in Erinnerung gehabt. So, wenn wir jetzt hier oben sind, dann sind wir schon bei dem Haus, das ich euch zeigen will. Hier ist einmal das Dorf, lassen wir jetzt, oh, ein Hund direkt hier. Immerhin greift er mich nicht an. Das ist schon mal was Gutes. Und hier drüben seht ihr noch den Schneemann, ja, perfekt. Er sieht einfach mega aus aus Entfernung, wie ich finde, oder? Was meint ihr? Hat doch eine ganze Menge gedauert, den zu bauen. Eben allein schon den Schnee zu formen. Da hatte ich wieder Hilfe, da hat mir Gipfelfungus und Tapster sehr geholfen, den Schnee zu formen, während ich gebaut habe. Zum Bauen des Schneemanns habe ich übrigens eine Internetseite verwendet, die mir perfekte Kreise ausspuckt. Also ich gebe den Durchmesser ein und kann mir dann die Kreise Layer für Layer anzeigen lassen und die einfach so nachbauen. War ganz praktisch hier, um diesen Schneemann eben zu basteln. Hier hatte Empire Paintball eben letztens, viele Bäume, hat er alle weggemacht, weil er ein Haus nach außen basteln wollte, hat er wieder abgerissen, jetzt kommen wieder ein paar Bäume hin. Sieht momentan noch sehr kahl aus, wie ihr seht, kommt aber demnächst wieder, dass es hier ein bisschen bewachsen aussieht. Aber laufen wir nochmal ganz schnell. Ah, das ist auch neu, das habe ich noch gar nicht gesehen. Baut jetzt doch überirdisch, aber in dem Fall hier drüben. Wie komme ich jetzt da rein? Ah, hier ist eine Öffnung, okay. So rum, genau. Hey, das ist mir ganz neu. Ich wusste noch gar nicht, dass es draußen angefangen hat zu bauen. Dieses Iglu kommt demnächst mal noch weg. Das hat irgendjemand mal gebaut. Aber da steht hier ein bisschen im Weg, da es über Empire Paintball sein Fenster da gebaut wurde, was ja auch nicht geht. Sieht auch nicht so zwar raus. Ich baue da hinten ein fettes Iglu noch hin. Dann können wir das Ganze hier verkraften, wenn das wieder fehlt. Wie auch immer, hier ist eben die Hütte von Paintball. Der baut, so wie ich früher immer gebaut habe, beziehungsweise immer noch, hauptsächlich unterirdisch. Ich bin auch jemand, der baut mehr Sachen unterirdisch als überirdisch, wie ihr seht. Die Pyramide hätte man auch gut überirdisch umhin platzieren können. Ich wollte sie lieber unterirdisch. Die Slimefarm, okay, die muss man unterirdisch basteln. Aber sonstige Sachen, was man eben bauen kann, unterirdisch bauen kann, ja, baue ich auch eher so und er eben auch. Deshalb gefällt mir das Ganze hier, so ein riesiges Haus mitten im Unterirdischen. Kann man immer weiter und weiter bauen, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Und das Wichtigste ist eben, was ich finde, man muss nicht von außen darauf achten, dass das Ganze hier auch schön aussieht. Also man kann einfach weiter und weiter bauen und von außen ist der eher einfach Berg oder im Untergrund, wo man gar nichts sieht. Ist echt schön gemacht hier mit diesen ganzen Fenstern nach oben, hier ziemlich viele Räume. Dann kann man hier noch rüberlaufen unter der Schiene durch, wo wir vorher drüber gefahren sind. Vorher, das heißt in der letzten Episode, wo wir zum Schneemann gefahren sind. Einmal hier durch. Dann sind wir hier schon im zweiten Teil seines Hauses. Hier hat er schon sehr, sehr viel gebaut mittlerweile. Sieht echt cool aus. Also richtig cool. Hier so unterirdisch ziemlich viele Räume. War auch eine ganze Menge Arbeit. Aber er spielt da schon eine ganze Weile bei uns mit mittlerweile. Da sind wir jetzt schon hier hinten, wo dieses weitere Gebiet ist mit diesen paar Häusern. Also hat echt schön hier unten drin gebaut, aber ist noch nicht fertig. Er ist immer noch dabei, er baut und baut. Jeden Tag ist er fast hier bei uns. So ziemlich, sind ziemlich viele aktive Spiele momentan wieder da. Hatten ein paar neue letzter Zeit.
Geht zurzeit gut voran. Sind wir immer so, ja, vier, fünf Leute, wo aktiv auf einmal auf der Karte spielen. Und das lädt zu meiner Verwunderung echt gut. Also auf der 360 war das viel schlimmer mit der Verbindung. Da hat es nicht so schön geladen. Hier lädt es jetzt aber richtig, richtig gut, wie ich finde. Aber gut, dann sind wir jetzt hier eigentlich auch in seiner Hütte schon fertig soweit. Laufen wir noch ganz kurz hier rüber. Falls ihr euch fragt, warum hier über Redstone am Boden liegt, dann hat Paintball sein Ziel erreicht. Das war nämlich sein einziges Ziel, dass sich die Leute fragen, warum das hier liegt. Ist auch recht genial sowas. Muss man auch erstmal drauf kommen, sowas zu basteln. Hab ihn nämlich damals auch gleich gefragt, was das ganze Redstone hier nicht am Boden für einen Sinn hat. Und das ist eigentlich echt nur dazu da, dass man sich fragt, was es hier für einen Sinn hat. Eigentlich nur um, ja, so als kleiner Gag mehr oder weniger. Hier ist ein fettes Lager noch von ihm. Da sind auch hinten direkt die Schienen. Oh Mann, mein Essen ist schon wieder gering. Kurzes Essen. Genau, hier fahren wir vorbei mit der Spinnen- und Skelett-XP-Farm und zum Schneemann fahren. Aber so viel zu seiner Hütte. Ich wollte ja nicht jedes Haus innen zeigen, nur jetzt eben einen Auszug hier, weil ich dieses Haus echt, ja, es ist ja kein gewöhnliches Haus, kann man so sagen. Ist ja auch schön eingerichtet. Wo kommen wir jetzt hier nochmal raus? Auch mitten in seinem Baugebiet, genau. Ja, schön, dass er jetzt endlich auch mal überirdisch baut. Heißt, habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr in dieser Gegend. Ich war hauptsächlich da unten eben und habe meine Schafform die letzten Tage gebastelt. War auch mehr als genug Arbeit. Ah ja, genau, Paintball, Empire Paintballs Haus. Hier vorne waren wir dann auch noch nicht in seiner Hütte. Da ist noch ein, ja, sehr viel unterirdisch, sehr cool. Wir laufen jetzt aber nicht zur Goldfarm. Wir fahren dorthin. Weil der Bahnhof ist ja gleich um die Ecke. Wir müssen kurz wieder hier ins Dorf reinlaufen und dann gleich zu unserer Rechten müsste der Bahnhof sein. Und von dort aus kommen wir. Nein, wir kommen. Oh Mist. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich bin nämlich gerade dran. Wir laufen hier runter. Ich bin ja gerade noch dran, von dem Hauptbahnhof eine Zugstrecke in das Lager zu machen, da sich das ja für als sehr praktisch erwiesen hat. Weil jeder muss irgendwie dauernd, wenn er hierher fährt, will man hauptsächlich erstmal ins Lager zu irgendwelchen Farmen oder was weiß ich. Und da muss man eben dahin laufen. Das kostet Zeit. Drum dachte ich, baue ich doch einfach mal einen Bahnhof hier unten noch rein. Dann habe ich wieder drüben angesetzt, gegenüber von dem Bahnhof eben zur Eisen- und Goldfarm, den wollte ich gleich hier hinbasteln, dann ist man ziemlich zentral. Hier geht es zur Eisen- und Goldfarm, hier links und hier rechts ist noch ein bisschen Platz. Da hinten ist eben meine Baumfarm. Genau, da ist die Baumfarm. Hier habe ich schon alles Mögliche ausgeholt. Da ist dieser fette Raum, wo es runter zur Kanalisation geht. Und hier unten ist die Schaltung meines Transportsystems. Die zeige ich euch auch nochmal in einem extra Video. Da unten geht es noch lang. Hier überall, das ist so, wie gesagt, die CPU, die verarbeitet mir die Eingangssignale der verschiedenen Stationen und gibt mir dann ein Ausgangssignal, um die Weichen eben zu stellen. So, dann gehen wir jetzt aber mal schnell hier raus. Zack, zack, und sind schon wieder oben. Das lasse ich jetzt erstmal zu, das repariere ich später. Hier können wir dann zu Eisen und zu Gold fahren. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade leider kurz unterbrochen, aber da bin ich schon wieder zurück. Und zwar wollten wir noch zur Goldfarm fahren. Dazu nehme ich mir, okay, Minecraft müsste ich mir gar nicht nehmen. Habe ich ja hier schon. Wir wählen eben Hebel unten ist Goldfarm, Hebel oben ist Eisenfarm. Bei der Eisenfarm waren wir aber schon. Drum gehen wir jetzt erstmal zur Goldfarm, zu unserer letzten Station auf dieser Servertour. Auf dieser Servertour insgesamt. Dazu fahren wir gerade mal diesen Gang entlang, den ich ziemlich am Nether orientiert habe. Dachte ich, passt ganz gut zur Goldfarm, weil dort ja es hauptsächlich um Zombie-Pigments geht. Habe ich das eben ja so gebaut, war ein bisschen Arbeit eben, allein schon das ganze Zeug zu craften, beziehungsweise zu farmen im Nether, dann hier hinzubauen. Ja, aber dafür sieht es ganz gut aus und sowas lohnt sich dann, finde ich doch. Okay, hier wären wir schon. Dieser Bahnhof ist übrigens nicht so das Wahre. Das ist nur ein ganz, ganz mini kleiner Bahnhof. Der ist provisorisch mal gebaut. Oh, hier ist schon die Kiste voll. Cool. Genau, muss ich mal vielleicht noch umbauen irgendwann. So. Da wären wir bei der Goldfarm endlich. Und es ist Nacht, das passt ja perfekto. Weil ich finde, die Goldfarm sieht nachts so gut aus durch diese ganzen Glowstone-Lampen natürlich. Ist 300 Glowstone, keine Redstone-Lampen. Und durch diese coolen lila Portale. Auf diesen Platz bin ich sehr stolz, muss ich sagen. Ist mir einfach so damals eingefallen und mir gefällt es mittlerweile sehr cool. Vor allem diesen Säulen hier mit dem Glowstone. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber da muss ich sagen, da habe ich echt was. Also. Ich baue ja nicht so schön in der Regel, aber das finde ich ist mir super gelungen, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir auch nämlich immer noch sehr und die meisten finden das auch echt cool. Da habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, ist ein Zombie-Pigment runtergefallen. Die fallen nämlich runter durch diese Portale, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall stirbt er dann und lässt dann hier ein bisschen so Goldnuggets liegen. Diese Goldnuggets kann man dann aufsammeln. Man kann das Ganze auch in einem XP-Modus betreiben. Dazu einfach den Schalter umlegen, fahren hier ein paar Pistons aus. Jetzt muss man hier noch kurz warten.
Ich hoffe, dann kommt gleich mal. Die Farm dauert ein bisschen, bis die anläuft, bis die Portale reagieren. Da ist schon einer. Komm, hau mir drauf. Na los, der springt immer gerade, wenn ich schlag. Drei. Was? Normal braucht man zwei Schläge, aber hat immer ein Goldschwert liegen lassen. Gut, das ist nicht das Beste, aber immerhin, oder? Eins, zwei, ja, genau, so soll es eigentlich sein. Der stirbt direkt. Okay, manche sterben direkt, die in der Mitte runterfallen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Aber gehen wir mal schnell weiter. Ich glaube nämlich, als ich unterbrochen wurde, waren wir nämlich schon über 10 Minuten, soweit ich weiß. Habe ich das gar nicht mehr geschaut. Sehen wir aber gleich. Gehen wir mal schnell nach oben. Hier seht ihr nämlich kein einziger Pigman. Letztens war ich, laufe ich hier hoch, nochmal gleich 6 Stück hier drin. Die fallen nämlich von den Portalen runter, werden durch diese Ranken abgehalten bzw. gebremst, dass ihre Fallhöhe zurückgesetzt, sodass sie hier oben keinen Schaden nehmen und dass sie alle erst dort unten Schaden nehmen. Allerdings die mittlere Reihe wird abgebremst und fällt dann direkt weiter nach unten, was, ja, um diese hier 1, 2, 3, 4 Blöcke, ne, sie geht dann ein Stück tiefer, 6 Blöcke dann mehr Schaden kriegt, als eben die, wo hier erst ins Wasser fallen und dann dort vorne erst runterfallen. Deshalb sterben die schon, aber macht ja nichts, wenn da ein paar Viecher sterben. Ist an sich recht effizient für diese Menge natürlich an Portalen. Das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, das Obsidian zu farmen. In meinen 360 Stats steht auch, glaube ich, mittlerweile, dass ich ja fast 6000 Blöcke gebaut habe. Allerdings habe ich die nicht alleine abgebaut, da wurde mir auch geholfen. Wir haben nämlich erst im Nether alle Türme, also Nether, ich meine im End natürlich, alle Türme da von dem Drachen abgebaut. Und dann habe ich noch ein paar Obsidian-Farmen gebaut. Das geht einmal, indem man Lava benutzt, die ausgeschüttet wird über Redstone-Staub. Dann bildet sich auch Obsidian, was man abbauen kann. Oder man baut ein Portal, mit dem man in das Nether geht. Und während man im Nether ist, wird das Portal automatisch abgeschalten. Denn wenn man dann wieder durch dasselbe Portal im Nether zurückkommt, generiert sich in der Oberwelt ein neues Portal. Und dieses kann man dann immer wieder gleich abbauen. Das Ganze so oft machen, bis man genug Obsidian hat, was richtig lange gedauert hat, ist auch eins meiner größten Projekte. Wie ihr seht, diese ganzen Ebenen, alle voller Portale, ein ganzer Haufen an Portalen, hat richtig lange gedauert, das zu bauen. Aber fand ich echt cool, hat auch nicht jeder auf seiner, vor allem auf seiner Überlebenswelt. Ich meine, kreativ hätte es wahrscheinlich schon lange genug gedauert, diese ganzen Portale zu platzieren. War eine riesen Arbeit, aber finde ich echt cool, ist eins der coolsten Sachen, die wir so auf dieser Welt hier gebaut haben. Von hier oben hat man auch eine mega Aussicht. Dort unten seht ihr auch noch, wie gesagt, dieses eine Haus, das man schon im letzten Part gesehen hat. Da ganz vereinzelt, aber sieht auch recht cool aus. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit noch haben, dorthin zu gehen. Aber das macht ja nichts. Es ist ja nicht die allerletzte Servertour. Nur vorerst, weil es gibt sonst nichts mehr zu zeigen. Aber gezeigt ist eh schneller als gebaut. Weil für sowas hier baut man, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lang. Es waren viele Wochen, fast einen Monat, glaube ich, habe ich hier dran insgesamt gebaut. Das Design überhaupt, wie das Ganze hier abläuft und so weiter, muss man ja erstmal testen. Aber gezeigt hat man das jetzt in wie vielen Minuten? 4-5 Minuten und die Bauzeit beträgt einfach mal einen Monat. Ist halt eben keine Relation. Da kann man immer ein gutes Jahr bauen und dann kann man wieder eine fette Servertour starten. Aber eben bis, wird nicht allzu lange dauern, bis man wieder was zeigen kann. Wie gesagt, wir haben gerade ein paar Projekte, an denen wir dran sind. Sobald die fertig sind, kann ich nochmal einen Teil machen. Aber vorerst wird das hier eben der letzte Teil sein. Und dann wollte ich zum Schluss mich nochmal auf jeden Fall euch fürs Zusehen bedanken. Bei meinem Team, das so aktiv hier mitbaut, das sich so super einbringt und so super hier mitbaut, bin ich echt froh, so ein Team zu haben, mit dem ich hier aktuell baue, weil es ist selten, solche aktiven Spieler zu finden, die so super bauen können, die so cool drauf sind. Bin ich echt froh, dass ich die Leute habe. Hätte nicht besser laufen können hier. Ich wünsche jedem solche Leute, die bei ihm auf der Karte mitbauen. Also mit denen macht das Ganze zehnmal mehr Spaß. Allein hätte ich sowas natürlich niemals zustande bekommen. Da hat man nach ein paar Wochen spätestens keinen Bock mehr zu spielen. Also man braucht irgendjemand, der mitspielt. Und wenn man natürlich noch ein eingespieltes Team hat, das dauernd mit einem spielt, macht das natürlich zehnmal mehr Spaß. Und so kommt man eben zu hier großen Projekten. Allein hätte ich das nämlich bei Gott nicht geschafft. Wollte ich auch mal an der Stelle noch sagen, bevor die Server-Tools hier zu Ende ist. Also vielen Dank an euch fürs Zusehen und an mein Super-Team für diese Hilfe hier, für die Unterstützung und für eure Bauten auf der Karte. Unsere Karte ist nämlich richtig cool. Mittlerweile haben auch super Arbeit reingesteckt. Sehr, sehr viel Arbeit, wie ihr ja schon seht. Also, ja. Mehr gibt es hier nicht zu sagen an dieser Stelle. Dann sehen wir uns in der nächsten Servertour. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen.